Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Wir feiern Jubiläum 30 Jahre Filmfest Hamburg. Und es gibt auch weitere Jubiläen, zum Beispiel ein Partner vom Filmfest Hamburg, Arte, feiert ebenfalls 30 Jahre Jubiläum. Und des Weiteren gibt es ja im Rahmen des Filmfestes auch noch den Michel Kinder- und Jugendfilmpreis. 20 Jahre wurde mit Amtseintritt von Albert Widerspiel damals mitinitiiert von der Hamburgischen Stiftung. Albert Widerspiel, der Leiter des Filmfestes. Und wir freuen uns heute wieder, viele Filmschaffende kennenzulernen. Sie wissen ja, nationale, internationale Produktionen und Dokumentarfilme werden vorgestellt und des Weiteren auch für die Cineasten anspruchsvolle Arthouse-Filme. Und es gibt viele Kooperationspartner wie zum Beispiel Maxdome, die jetzt neu dabei sind, der erste deutsche Online-Händler, Videothek-Händler, und weitere Firmen wie Signal, Iduna, Moja. Hamburg Marketing setzt sich ein, Studio Hamburg setzt sich ein, NDR. Also wirtschaftlich auch natürlich die Behörde für Kultur und Medien mit Dr. Carsten Brosser, der heute eine Ansprache hält, genauso wie unser erster deutscher, unser erster Hamburger Bürgermeister, Entschuldigung, Dr. Peter Tschentscher. Ja, also wie gesagt, viele Förderer und viele Kooperationspartner. Wir wollen auch darauf hinweisen, dass es einen Solidaritätsruf gibt für die iranische Bevölkerung, weil aktuell natürlich auch da große Missstände wieder sind. Eine Frau ist ums Leben gekommen, weil eben halt sie kein Kopftuch trug, wurde sie von der Polizei festgenommen. Seitdem ist im Iran wieder ein großer Volksaufstand. Also diesbezüglich will man sich hier auch mit einsetzen, aber auch für die ukrainischen Filmschaffenden will man hier mit Engagement zeigen, indem man den nationalen Wettbewerb Molodist Kiew International Film Festival mit hier auch unterstützt, wiederum durch die Behörde für Kultur und Medien. Und es gibt natürlich weitere Partner, zum Beispiel die Walter, umgekehrt Karin und Walter Gedächtnisstiftung, die sich mit dem Projekt Erfahrungsträger hier mit engagiert. Da geht es um Alterseinsamkeit. Ja, Kino ums Eck, Filmfest ums Eck, sowas gibt es dann auch, dass man zu den einzelnen Stadtteilen geht und dort auch wiederum viele Kinos mit, sag ich mal, vorstellt, die sich hier mit einsetzen. Die ganzen Festival-Kinos, die hier mit kooperieren. Es wird also schön sein. Genießen Sie es. Es ist ein Publikums, sag ich mal, Fest und Filmfest. Und ja, was kann man noch des Weiteren sagen? Sie sehen, es sind so viele Details, die mir auch jetzt immer wieder einfallen. Seit 1992 3000 Filmproduktionen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und auf 14 Leinwänden, also viele Daten, die mir jetzt schon einfallen. Sie sehen, alles frei gesprochen, aber eben halt alles Themen, die berühren. Dann gibt es zum Beispiel auch Art Connects, die sich für Filmschaffende, die in Not sind, einsetzen. Da eben halt auch mit Hamburg Marketing. Und ja, es baut sich viel drumherum auf. Fachvorträge, die wir hier auch miterleben können. Es ist hier ein Dialog und Austausch der Filmschaffenden, aber auch interaktiv mit dem Publikum, und dazu lade ich Sie recht herzlich ein. Ja, jetzt an meiner Seite Albert Widerspiel. Ich grüße Sie. Erstmal Gratulation zu 30 Jahre Filmfest Hamburg. Wie sind da Ihre Emotionen im Moment? Ich denke, das sollte man mal kurz erfahren von Ihnen. Also, selbstverständlich eine schöne ja. Jubiläumszahl. Ja. Wir sind auch froh, dass wir nach diesen zwei ein bisschen mageren Jahren aus dem Vollen schöpfen können. Und es wird, hoffe ich, ein Filmfest, wie es vor der Pandemie stattgefunden hat, immer. Also viele Filme und viele Feste. Das ist ja Filmfest. In den letzten Jahren war es ja sehr viel Film, wenig Fest. Dieses Jahr wollen wir genauso viel Film wie auch Fest. Es sind ja wieder sehr viele Highlights. Es sind Fachvorträge, es ist ein Dialog und eine Austauschplattform. Aber Sie haben natürlich auch kritische Themen oder brisante Themen, wie zum Beispiel den Solidaritätsruf. Da geht es um das Thema Iran. Mhm. Also Sie sind auch politisch da, dass Sie ein Statement setzen? Ja, ja, wir zeigen aber auch schon immer sehr viele iranische Filme. Das tun wir auch dieses Jahr. Und wir zeigen vor allem den neuen Film von Jafar Panahi. Panahi ist inzwischen im Gefängnis, hat aber einen Film fertig gemacht im Sommer, No Bears, da bin ich besonders froh, dass wir zeigen. Aber wir müssen auch immer wieder hinweisen, es sind drei verurteilte Regisseure im Gefängnis in Iran, das darf man nicht vergessen. Aber wir sind sehr froh, ich glaube, wir zeigen vier iranische Filme in diesem Jahr. Auch der sehr umstrittene Holy Spider, eigentlich ein dänisch-deutscher
französische Koproduktion, aber spielt in Iran und ist auf Farsi. Insofern nach außen kommt es rüber wie ein iranischer Film, von der iranischen Regime gehasst. Aber es ist ein richtig toller Film, den ich auch jedem empfehlen kann, Holy Spider von Ali Abbas. Zweites sehr wichtiges Thema, Molodist, Kiew International Film Festival. Auch da eine Kooperation und eine Förderung von Behörde für Kultur und Medien, die Sie ja auch sehr tatkräftig mit unterstützen. Ja, und wir wollten unbedingt den Ukrainern eine Plattform geben. Das Molodist-Festival kann so wie normalerweise nicht stattfinden in Kiew. Mhm. Also haben wir dann quasi angeboten, kommt doch nach Hamburg, zeigt euer Wettbewerb hier. Mhm. Und so zeigen wir den nationalen Wettbewerb von Molodist bei uns in Alabama. Ich hoffe, dass nicht nur Ukrainer, sondern auch deutsches Publikum hingeht und sich ein bisschen andere Bilder aus Ukraine abholt, also das, was man sonst nur in Tagesthemen zu sehen bekommt. Es feiern ja auch andere Partner Jubiläum. Arte zum Beispiel ist ein Partner von ihm, feiert ja auch 30-jähriges Jubiläum. Das passt wirklich wunderbar und ich habe das irgendwo gesagt, ich finde, unter den ganzen Fernsehsendern ist Arte so wie ein Festival. Insofern passt es, die werden 30 und wir werden auch 30. Und ein weiteres Jubiläum zu ihrem Amtsantritt in 2003. Kinder- und Jugendfilmfest Michel feiert 20 Jahre. Das heißt, diejenigen, die am ersten Jahr dabei waren, sind inzwischen schon erwachsene Menschen, was auch ein komischer Gedanke ist. Aber das ist in der Tat so, dass wir Michel nicht ganz wegdenken können. Ja. Ich finde, ein Kinderfilmfestival gehört dazu. Ja. Wir müssen uns darum kümmern, dass das die zukünftige Generation auch Kino lernt und ins Kino kommt. Insofern freue ich mich sehr, dass Michel weiterhin besteht und es wird immer, zumindest solange ich da bin, auf jeden Fall weitergehen. Sehr schön. Letzte Frage. Ja? Ich könnte Ihnen so viele Fragen stellen, aber ich denke, was möchten Sie gerne noch hervorheben? Vielleicht Ihre Partner wie Maxdome, die neu eingestiegen sind? Da bedanke ich mich bei allen Sponsoren. Mhm. Maxdome ist in der Tat ein neuer Partner. Mit denen teilen wir uns eine Leidenschaft für Filme und Kino. Aber ich freue mich selbstverständlich auch über unser Partner NDR, die ist tatkräftig unterstützt, Studio über Hamburg. Arte, Studio Hamburg und Moja. Moja fährt ja unser Gäste und wir sind ja in der glücklichen Lage. Wir sind die einzige Stadt, die sowas haben wie Moja. Ja. Und das ist lustig zu sehen, dass unsere Gäste eigentlich davon ganz begeistert sind. Ja. Es kommt fast besser an, als wir noch Limousinen hatten. Insofern an dieser Stelle auch einen großen Dank an Moja, der wirklich einen super Shuttle-Service für unsere Gäste bietet. Vielleicht möchte ich noch die Karin und Walter Blüchert-Stiftung. Die Blüchert-Stiftung gibt uns auch tatkräftig Unterstützung, die Fernsehlotterie unterstützt. Also man muss sich so vorstellen, dass man kann so ein Filmfest, obwohl wir selbstverständlich grundfinanziert von der Behörde für Kultur und Medien sind, aber ohne Partner und Sponsoren geht ist es überhaupt nicht machbar. Möchten Sie abschließend noch einen Gruß, irgendeinen Aufruf vielleicht an die Ein Aufruf ist selbstverständlich, kommt ins Kino, bewegt euch weg vom Couch, weg vom Streamingdienst und zurück zu dem doch gemeinsamen Erlebnis Kino. Es ist deutlich besser. Und vielen Dank für Ihre große Leidenschaft, die Sie immer wieder aufbringen. Es ist wirklich ein Erlebnis. Ich danke. Und ich freue mich jetzt auch auf das Festival mit Ihnen. Dankeschön. Danke. Ja, heute gibt es einen Eröffnungsfilm mit Hans-Christian Schmidt. Wir sind dann wohl die Angehörigen. Wird der Titel heißen, da geht es um die Aufarbeitung des Remzma-Falles, des Entführungsfalles damals. Und in wenigen Minuten werden die Gäste hier eintreffen und ich freue mich hier auf viele Gästestimmen und dazu lade ich Sie recht herzlich ein. Ja, an meiner Seite jetzt Gustav Peter Wöhler. Ich grüße Sie, der bekannte Schauspieler. Jetzt fängt die, sag ich mal, Premiere an. 30 Jahre Filmfest Hamburg. Was geht da in Ihnen vor? Ich denke, auch für Sie ein sehr emotionaler, Tag. Also heute. Ich erlebe noch keine 30 Jahre das Hamburger Filmfest. Das ist jetzt mein 15. Was ja auch schon eine ganz große Leistung ist. Ja. Und ich finde es einfach toll, dass es dieses Filmfest schon so lange gibt. Und ich hoffe nicht, dass das irgendwann endet, sondern dass es nochmal 10, 20 Jahre weiter so geht. Ne? Es gibt so viele Facetten heute über das Filmfest überhaupt zu erzählen. Was ist für Sie besonders vielleicht emotionalisierend? Was würden Sie heute hervorheben? Ich könnte auch ein paar Themen ansprechen. Molodist, Kiew, internationales Filmfestival oder Solidaritätsruf für den Iran. Was würden Sie gerne für sich nochmal thematisieren? Also natürlich sind das ganz emotionale und wichtige Momente. Mhm. Und das ist auch gut, dass wir das machen. Mhm. Insgesamt finde ich einfach, dass man bei diesem Filmfestival immer die Künstler erleben kann. Also die Regisseure, die Produzenten, die Schauspieler, was weiß ich. Und man kommt mit denen ins Gespräch, man tauscht sich aus. Und ich finde, das Gute ist hier beim Hamburger Filmfest, es ist ein Publikumsfestival. Mhm. Also man findet einfach immer wieder das Gespräch mit Leuten, die hier aus einem Film kommen, entweder begeistert sind oder entsetzt oder kritisch, was auch immer, aber man kommt ins Gespräch. Und das finde ich ganz wunderbar. Es wird nicht so unterschieden. Es gibt keine strenge
vielleicht heute Abend, ja, bei diesem merkwürdigen Event von der Eröffnung. Aber ansonsten ist es sehr, sehr publikumsmäßig. Könnte man auch sagen, es ist ein sehr intimer Kreis der Filmschaffenden, Regisseure, Schauspieler. Wie eng sind da so die Beziehungen? Wird da auch viel Networking betrieben oder sind Sie auch nur auf Ihre eigenen Produktionen da, sag ich mal, fokussiert oder was würden Sie? Nein, also ich mache jetzt hier kein Networking, aber wenn ich Kollegen treffe, mit denen ich schon bereits gearbeitet habe oder schön, Regisseure, dann freut man sich. Mhm. Und natürlich, wenn man jemanden trifft, man kommt ins Gespräch und sagt, Mensch, ich finde, Sie sind ein ganz großartiger Regisseur, warum wollen wir nicht mal zusammen arbeiten? Und Sie sind ein ganz großartiger Schauspieler. Jetzt ist die Frage, würden Sie gerne noch was über eine eigene Inszenierung, gibt es da was Neues oder eine Ihrer Serien, irgendwas, was Sie gerne heute noch mal ankündigen würden? Also ich komme Ende Dezember ins Kino mit einem Film von Florian David Fitz, der heißt Oscars Kleid, da bin ich bei, der läuft im 16. oder 14. Dezember. Ich kann es Ihnen gar nicht. Wo wird er vorgestellt? Wo wird die Premiere sein? Wissen Sie noch nicht? Meiner Meinung nach in München. Dann haben wir da schon mal einen Insider-Tipp von Ihnen. Das kann ich Ihnen jetzt nicht hundertprozentig sagen. Da müsste ich nochmal nachschauen. Das soll mir reichen. Vielen, vielen Dank. Genießen Sie den Tag heute und es wird eine schöne, sage ich mal, ein schönes Fest heute werden. Dankeschön. Schönes Wetter, schönes Fest. Ja, das ist schön, ja. Danke. An meiner Seite der bekannte Schauspieler Knut Riepen, aber Sie müssen mich mal aufklären, weil ich weiß nicht, aus welchen Serien, aus welchen Formaten man Sie kennt. Bitteschön. Das ist ja immer so. Also ich arbeite schon seit 2005 als Schauspieler und bin quasi in ganz vielen Formaten mal der Täter, mal der Kommissar, mal das Opfer, das eher selten. Und hier im Film bin ich ein guter Freund von Jan-Philipp Rebensmar und helfe bei der Geldübergabe. Ach was, das ist ja sehr spannend. Dann sind Sie ja gleich in der Eröffnung, sind Sie in dem Film als Mitwirkender. Und können Sie ein bisschen mehr erzählen, was Sie da sozusagen für eine Aktion, also was Sie da als Schauspieler da... Also das Ganze wird ja aus dem Sicht von dem Sohn von Jan-Philipp Rebensmar erzählt. Genau, Herrn Scherer war es, ne? Und ich bin quasi... dafür zuständig, ihn von der Schule abzuholen, das muss ja alles ganz geheim sein, und rüberzubringen, bevor die letzte finale Geldübergabe eingefädelt wird. Und quasi im spannendsten Drittel des Films zum Finale zu kommen. Es war ja damals ein sehr brisanter Fall. Definitiv. Wie weit haben Sie denn das nochmal so miterlebt? Sie mussten ja auch recherchieren, mussten sich in die Thematik einarbeiten. Wie weit hat Sie das mitgenommen? Ich meine, eine sehr, sehr auch dramatische Geschichte. Ja, ich war dann total Luther Stepke noch. Das heißt, ich habe nur mitbekommen, es ist irgendjemand entführt worden. Das hat mich als Kind wahnsinnig beunruhigt. Natürlich kennt man die Details überhaupt nicht, aber insofern finde ich auch die Perspektive, wie es im Film erzählt wird, total spannend, dass es eben aus Kinderaugen erzählt wird. Und ich habe dann ganz normal, als ich das Angebot bekommen habe, eben recherchiert, was ist damals genau abgelaufen, was ist schiefgelaufen und wie ist es dann doch noch quasi zu dem einigermaßen guten Ende gekommen. Also, Gibt es was Schönes, was Sie noch ankündigen wollen, wo man Sie in nächster Zeit sieht, dass wir noch mehr für die unbedingt Fanbase tun können. Ja, ich bin mit meiner Liierten, mit meiner Frau Gisa Flake in Paartherapie. In Paartherapie. In Paartherapie? Ist das jetzt aber aus dem echten Leben gesprochen? Zum oder? Glück nicht aus dem echten Leben, sondern wir machen das fürs ZDF. Das also doch eine Filmpartnerin. Genau. Also, okay. Nee, ist meine echte Partnerin, also echte Partnerin, aber auch Schauspielerin. Und wir stehen zusammen vor der Kamera und werden therapiert. Okay. Und das ist ein neues Format, Familie Anders, wird gerade in Leipzig das gedreht. Das klingt spannend. Ja, und es ist vor allen Dingen auch spannend, mit der eigenen Frau vor der Kamera zu stehen und dann auch noch therapiert zu werden. Also, hoffentlich kommen da nicht Fragen vor, dass Sie über Ihre Frau gefragt werden und umgekehrt und dann kommen so Lücken so nach dem Motto, das weiß ich ja gar nicht, nicht. Oder wo warst du oder wo war sie? Ganz schnell, welche Augenfarbe hat Ihre Frau? Blau. Na, sehen Sie mal. Okay, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Soll mir reichen? Schönen Abend heute, genießen Sie es. Dankeschön. Premiere. Ciao. So, wir haben jetzt gerade diese Schauspielerin entdeckt. Ich gehe doch mal recht in der Annahme, dass sie Schauspielerin ist. Das ist richtig, ja. So eine Power Lady, die Aura, ich spüre sie schon. In welchen Filmen dürfen wir sie bewundern? Was gibt es aktuell von Ihnen zu hören? Bitte Ihren Namen vorweg. Aktuell leider nicht. Ich war aber ganz viel in Fernsehproduktionen zu sehen. Kinoproduktionen, die letzte war Vier Könige damals mit Theresa von Elst, aber auch hier Premiere vor einigen Jahren. Ich hatte nach Ihrem Namen noch gefragt, das ist natürlich wichtig. Nadine Hahl. Nadine Hahl, das lassen wir jetzt richtig auf der Zunge zergehen. Ja. Ja, schön. Nur die meisten erkennen mich im Moment nicht, ich habe das Problem, weil ich habe diesen
Corona-Effekt. Ich war vorher blond und langhaarig. Ach was. Und hatte noch ein paar Kilos mehr drauf und die Hälfte der Welt erkennt mich nicht mehr. Und jetzt haben sie einen total neuen Look. Ja, ich habe gedacht, komm, das ist die Zeit. Wenn totaler Umstyling, dann aber jetzt richtig. Jetzt die Zeit nutzen, ja. Und hatten sie auch Zeit, sich wieder neuen Drehbüchern zu widmen oder neuen Inszenierungen? Gab es da neue Begegnungen? Was konnte man in der Zeit denn konstruktiv machen? Ja, also was haben sie für sich getan? Ich habe mich vor allem noch mal weitergebildet, also Training, weil das war die Zeit, wo man trainieren konnte, weil man sich ja auch mal zu zweit treffen konnte, das ging ja. Mhm. Und ich habe einiges gelesen, ein paar Sachen haben mir aber nicht so, ich dachte dann, das passt nicht so zu meinem neuen Look, weil die, die Regisseure haben dann halt dieses alte Bild von mir. Sehen wir sicherlich eine Agentin oder sind auch auf irgendeiner Website? Ich bin bei Actors Hamburg. Bei Actors Hamburg, sehen Sie mal, und jetzt, wo Sie den Look auch verändert haben, haben Sie wahrscheinlich dann auch dort ein neues Profil bekommen? Oder genau, da, ne? Es ist alles neu. Ja. Und ich denke, dadurch, dass ich dann einen anderen Typ abbilde dass dann auch vielleicht ein bisschen andere Rollen kommen. Was dürfen wir in Zukunft noch von Ihnen erwarten? Wollen Sie irgendwas ankündigen oder schwebt Ihnen was vor? Wo soll es hingehen, die Reise? Nein, im Moment darf ich noch nichts ankündigen. Ah, das kennen wir. Okay, ich danke Ihnen. Genießen Sie es. Vielen Dank. Ja? Danke, tschüss. Machen wir das so. Was sollen wir denn machen? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Wer sind wir denn? Ja, wer sind wir denn? Das ist eine gute philosophische Frage, mit der wir heute einleiten wollen. Wer sind wir eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich? Warum bin ich überhaupt hier und nicht zu Hause? Und welche Schweinchen hätten es denn gern? Ich habe auch gedacht, vielleicht bleibe ich. Läuft schon? Ja, läuft schon. Wie war nochmal die Frage am Anfang? Die Frage ist, wer bin ich? Das war ja Ihre Anregung. Das ist eine gute Frage. Und was sagen Sie dazu? Wer sind Sie? Das weiß ich ja nicht. Nein, ich dachte, wer Sie sind. Sie wurden eben verwechselt. Sie wurden mit diesem Edeka-Werbe. Ja, aber das... heißt der nochmal? Lichtenstein oder sowas? Lichtenstein, den habe ich auch schon mal kennengelernt. Vor einiger Zeit hat schon jemand zu mir gesagt, ich wusste gar nicht, dass du so toll singen kannst. Aber ganz ehrlich, ich finde, Sie sind von der Statur wesentlich... der ist ein Werbetyp, Sie sind ein Charakter. Ja, es ist ja auch so, dass ich bin ja auch, ich bin vor allem Schauspieler, ich habe ja viel Zeug auch gedreht. Auch wenn Sie sich mal kurz namentlich uns mal vorstellen, weil wer bin ich, was bin ich, wie heiße ich? Mein Name ist Andreas Windhüß. Ich habe viel gedreht in den letzten 30 Jahren und bin auch seit 20 Jahren Agent. Agent 040. Sie entdecken Talente. Nein, ich habe eine große Schauspielagentur hier in Hamburg, vertrete über 50 Schauspieler. Daraus sind durchaus auch prominente KollegInnen. Ach so, Sie können ruhig ein paar nennen. Nein. Machen Sie ein bisschen Werbung für Ihre Agentur. Nö, es läuft auch so. Gibt es denn eine schöne Inszenierung, irgendwas, was Sie gerne mal aus der Vergangenheit, ein Highlight oder jetzt für die Zukunft oder weswegen Sie hier sind, was für Ihnen hier besonders wichtig ist? Naja, ich bin ja hier, weil ich in Hamburg lebe und immer eingeladen werde zu dieser Eröffnung. Lichtveranstaltung. Ja, aber auch gerne natürlich. Man guckt ja auch jetzt der neueste Film vom Schmidt sozusagen. Wie heißt nochmal der Regisseur? Ja, genau. Christian Schmidt. Genau. Bin ich sehr gespannt sozusagen. Und hinterher gibt es ja endlich mal wieder da vorne im Hotel eine kleine Party hinterher. Und da freuen sich alle drauf. Und da muss ich als Agent natürlich auch vor Ort sein. Und meine Schützlinge begrüßen. Aber sprechen Sie trotzdem mal von sich als Schauspieler, weil Sie sind für mich wirklich ein Charakter. Ja, junger Mann. Noch kennenlernen. Ich habe viel gedreht. Ja. Fangen wir mal an, ich habe zum Beispiel den Fahnder gedreht. Das ist eine Serie, die keiner mehr kennt. Ja. Da war ich der zweite Mann. Entschuldigung. Alter, trick mich hier so fest. Ich bin hier festgerutscht. Ich klemme ihn fest, damit er nicht weggeht. Erst will ich die antworten. Oder hier, eine Zuschauer dem habe ich Autogramme für Countdown gegeben. Ja. Das kennen Sie auch nicht mehr. Das war eine RTL-Krimiserie. Da habe ich 3 Jahre auch den dritten Mann oder zweiten Mann. Sie treue Fans hier haben. Ist unglaublich. Ich habe mich auch gewundert, wo das Zeug noch her hat. Doch DVDs. Kennen Sie das noch? Das waren diese... Klar. Ich kam gleich nach den Schallplatten. Ja, genau. Ach, ich habe so viel Zeug gedreht. Ich weiß es gar nicht. Okay. Gucken Sie gerne. Ich glaube, ich stehe irgendwo im Internet, sage ich immer. Mhm. Ich sage immer Internet. Und ansonsten habe ich keine Ahnung davon. Bei Wikipedia und überall... stehe ich und danke für das Interview. Danke, dass Sie hier sind. Wir sind noch nicht fertig. Ach so, was? Noch lasse ich Sie nicht gehen. Ich bin doch total... War ein guter Versuch von Ihnen, aber bleiben Sie noch. Es gibt doch so viel interessantere Menschen als mich. Nein. Doch, wirklich wahr. Sie können weitersprechen. Also ich spüre da das wahre Leben und eine Tiefe und einen Hintergrund und darüber freue ich mich. Und jetzt übrigens Sie auch. Für welchen Radiosender sind wir denn hier eigentlich? Nee, das ist kein Radiosender. Ach, das ist eine Kamera. Für einen Fernsehen, Artist TV, ja. Was soll ich denn sagen? Man glaubt ja gar nicht, die Corona-Zeit hat ja dieser Film- und Fernsehbranche, es wird gedreht wie verrückt. Ja, es ist alles, unglaublich. Es ist alles nur ein bisschen komplizierter geworden. Großes Nachholbedürfnis, endlich wieder. Es wurde die ganze Zeit gedreht wie verrückt. Die Theater standen still, es wurde nicht gespielt, waren natürlich Zuschauer und so weiter, Leute, aber gedreht wurde
die ganze Zeit, ja, wenn auch unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen. Ja, ja. Es musste umbesetzt werden, es musste verschoben werden, ja, der Dreh stand, es musste wieder neu angefangen werden. Aber toll, werden, dass wir sowas von Ihnen auch erfahren. Aber es war für die Film- und Fernsehbranche war es eine unglaublich schwierige, aber produktive Zeit. Ja. Natürlich gab es auch viel Unterstützung vom Bund und von den Ländern, keine Ahnung. Ja, es wurde die ganze Zeit toi, toi, toi und es wird bis jetzt gedreht. Hört gar nicht auf. Letzter Satz, ich will Sie auch den anderen Gästen überlassen. Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Films, aber auch jetzt in unserer Zeit, weil wir leben so bewegten Zeiten, wir müssen so viele, sag ich mal, Einschränkungen vornehmen. Wir haben so viele Dinge jetzt heutzutage, die wir verarbeiten müssen. Sowas gab es noch nie, ja, und auch aus Sicht eines Schauspielers und Agenten. Ich wünsche mir mutige Redakteure, die Geduld haben, die Zeit haben und die möglichst viel Geld mitbringen. Und ich habe auch ein paar Sachen für Netflix gedreht. Ja, auch. Wow. Und das ist natürlich, in Litauen habe ich dieses Jahr einen Film gedreht, ein sehr tolles Ding. Und die haben so viel Zeit, so viel. Ja, und wenn mal was nicht stattgefunden oder was ausgefallen ist, dann hat man das nach. Die entschleunigen, also, ja? Ich hab zu dem Regisseur Boris Kunze gesagt, das Drehen war wie früher. Man hatte ja früher, das hängt ja auch mit dem Material zusammen, viel mehr Zeit sozusagen, um einen Film zu machen oder eine Serie zu machen. Und bei diesen Formaten, bei so einem 90er, war das möglich. Da stand auch die Zeit still. Ja, so. Ich danke Ihnen, alles Gute. Viel Spaß heute. Dankeschön. Ja, jetzt an meiner Seite der Chef der Filmförderung Hamburg und Schleswig-Holstein, Helge Albers. Ich grüße Sie recht herzlich mit einem lila Pulli. Ist das ein Statement heute? Immer ein Statement. Alles, was man trägt, sollte immer ein Statement sein. Und ich habe es heute mal mit lila versucht. Ja. Die Farbe von unserer Firma, von der neuen Filmförderung. Und schien mir passend irgendwie. Und ich fand auch so als mit Rot und Grau, das kommt, glaube ich, ganz gut. Herr Albers, Sie waren mir ja namentlich bekannt, auch vom Gesicht sogar. Nur bei dieser Reizüberflutung an Schauspielern muss man sich ja nicht wundern, nicht? Dass man nicht sofort jemanden gleich erkennt. Nicht? Funktionär wie mich sehen, dann erkennt man schon mal. Herr Albers, das ist eigentlich mal ganz interessant. Jeder Filmer, jeder Regisseur, jeder wünscht sich eine Filmförderung. Wenn Sie mal ein paar Kriterien nennen würden, welche Voraussetzungen man bei Sie erfüllen muss, zum Beispiel ich mit Ihnen, also zusammen als rasender Reporter. Wenn Sie zu uns kommen und das Konzept bin ich. Möchten, ich sag, das Konzept bin ich. Nee, das reicht nicht. Das reicht nicht. Nee, Sie brauchen da richtig. Wir wissen schon gerne, was Sie da so vorhaben. Ja, genau. Sagen, schreiben Sie ein Drehbuch, hilft schon mal. Ja. Und wenn Sie dann uns irgendwie noch erzählen können, wie Sie es umsetzen wollen, Geschichten, auch nicht die das schlecht. Leben wenn Sie uns schreibt, sagen, was es kostet, auch nicht schlecht. Also so ein paar Infos wäre schon nicht falsch. Nein, ist ja klar. Ich meine, Geschichten, die das Leben schreibt, sind die Bestseller. Also ich würde sozusagen einfach so in die Gesellschaft rein, inmitten der Gesellschaft. Sie können Menschen machen, was Sie wollen. Man kann aus allem einen Film machen. Ja. Und wir sind total neugierig und interessieren uns für alles. Und wollen nur wissen, dass es gut wird. Welche Filme haben Sie denn jetzt gefördert, aktuell, die wir heute auch sehen können oder die in nächster Zeit sehen können, die Ihnen auch wichtig waren, wo Sie auch eine Wertigkeit erkannt haben, wo die Kriterien halt erfüllt worden sind? Wir haben insgesamt 19 Filme gefördert, die auf den Film festlaufen, eine ganze Menge. Ja. Und ich werde sicherlich nicht alle aufzählen können, aber der Eröffnungsfilm heute Abend ist von uns gefördert, zum Beispiel. Rheingold von Fatih Akin, der neue Film, ist von uns gefördert Kommt worden. Der heute auch übrigens? Fatih könnte heute Abend kommen, ich weiß es nicht, aber möglicherweise. Triangle of Sadness, der Film, der Cannes gewonnen hat, läuft hier in Hamburg jetzt in der Deutschlandpremiere. Toll. Holy Spider, der dänische Oscar-Kandidat, den haben wir auch unterstützt. Das ist ja für Sie auch eine Anerkennung, was Sie sagen, wir haben in den richtigen Film investiert. Das ist ein Kompliment an unsere Gremien vor allen Dingen. Also das bin ja nicht nur ich alleine, sondern das sind ja die Gremien, die irgendwie alle mit auf die Projekte schauen und entscheiden. Und die haben offensichtlich ganz gut geschaut. Ja, dann soll mir das reichen. Vielen Dank, dass man auch mal im Hintergrund die Macher erlebt und kennenlernt und auch die Förderer und dass sie so tolle Filme mit unterstützen. Sehr schön, alles klar. Ein schönes Filmfest wünsche ich. Ja, Ihnen auch. Danke. Danke. Top. Herr Lohmeier, können wir mal ganz kurz ein O-Ton von Ihnen bekommen? Herr Lohmeier, ich grüße Sie. Ja, jetzt an meiner Seite der bekannte Schauspieler Peter Lohmeier. Ich grüße Sie. Wissen Sie, wo wir uns mal begegnet sind? Bei Kicken mit Herz. Können Sie sich noch erinnern? Da haben Sie Fußball gespielt für den guten Zweck. Ja. Was für eine tolle Sache. Und Sie haben sich immer sozial eingesetzt. Beim Deutschen Filmpreis sind wir uns auch mal begegnet. Darf ich fragen, wie das heute für Sie ist in diesem Rahmen? 30 Jahre Filmfest Hamburg. Ja, wie das ist in diesem Rahmen, ist ein bisschen feucht. Ansonsten freue ich mich auf den Film. Ich freue mich, dass so viele Menschen da sind und viele daran teilnehmen und dass die Aufmerksamkeit da ist. Und jetzt nach dem Film weiß ich mehr. Und freue mich natürlich auf die Reden von Albert und so. Der redet immer so schön. Mal gucken. Herr Lohmeier, was dürfen wir über Sie denn noch erfahren, was in nächster Zeit von Ihnen gezeigt wird? Welche Inszenierung oder welche Filmformate? Also, dass wir da ein bisschen PR auch machen dürfen, Okay, jetzt läuft die Wespe, die zweite Staffel.
Staffel ab Dezember, ja, ab, ja. Dann läuft eine ZDF-Neon-Serie ab März und so, mehr weiß ich gerade nicht. Haben Sie noch ein eigenes Herzensprojekt, was Sie noch kurz erzählen wollen, weil Sie machen ja so viel gesellschaftlich, sozial. Ist da irgendein Thema, was Sie bewegt im Moment? Wir sind in so brisanten Zeiten. Ist da irgendwas, was Ihnen da so auf dem, am Herzen? Naja, nee, ich würde einfach nur sagen, gerade bleiben und die Leute unterstützen, die es brauchen. Ja, ja. Okay? Hallo Mike, ich danke Ihnen. An meiner Seite ist Ramin Yazdani. Ich grüße Sie. Ich bin übrigens iranischer Herkunft. Ich grüße Sie auch. Recht in Annahme? Ich bin auch iranischer Herkunft. Habe ich mir doch fast gedacht. Leider spreche ich kein Persisch. Aber es ist für mich eine große Ehre, gerade heute, weil auch das Thema Solidaritätsruf heute ein Thema war. Ganz genau. Und dann möchte ich wissen, inwieweit Sie sich da engagieren politisch, ob Sie heute hier auch ein Statement geben wollen und auf die Sache auch irgendwie in irgendeiner Form hinweisen wollen als Künstler. Ich bin einfach ein Künstler. Hm. Aber ich unterstütze voll und ganz die tapferen Frauen im Iran, die für ihre Rechte kämpfen, eigentlich die gesamte Menschen im Iran. Und ich bin sehr stolz auf, was sie machen. Hoffentlich erreichen sie ihre Ziele. Was kann man denn extern machen aus dem Ausland? Was haben Sie sich da aktiv betätigt? Also ich denke, diese Bewegung... ist eigentlich jetzt weltweit Bewegung geworden. Also viele Künstler, also Schauspieler, Regisseuren, Sportler, Parteien, Regierungen unterstützen diese Bewegung und es gibt Hoffnung. Hoffnung stirbt zuletzt. Richtig. Ja, Herr Yazdani, über Sie persönlich, was dürfen wir erfahren? Gibt es einen Film, gibt es etwas, was Sie ankündigen wollen, was Sie aktuell gerade gespielt haben, abgedreht haben, willst du da irgendwas Schönes? Aktuell, ich habe zwei Serien in Wien gemacht, das auch gelaufen ist, Sky Deutschland, ich und die anderen mit Tom Schilling durchgehende Rolle und die Ibiza-Affäre und... Welche Charaktere waren Sie da in den jeweiligen Filmen? mit Tom Schilling war... Ich war Taxifahrer, aber so etwa wie der Weise Herr. Ah ja, ich schön. Ja, ich habe ihn immer begleitet, weil er therapiert. Bipolar ist und so weiter. So, ich habe auf ihn aufgepasst. Therapiert eigentlich. Passt ja dann, ne? Ja, und Ende des letzten Jahres habe ich auch eine Serie unter Regie von Detlef Buck gemacht. Schön. Und ab November drehe ich einen Kinofilm für Tamtam-Film. Ich muss auch sagen, Herr Albert Wiederspiel hat auch unsere iranische Community an Schauspielern und Filmschaffenden noch mal sehr, sehr gelobt. Ja, ja, selbstverständlich. Albert ist ein Schatz, dass, der unsere Filmlandschaft und unsere Künstler bereichert und unterstützt. Ich danke Herrn Yazdani. Schönes Schlusswort. Genießen Sie heute die Eröffnung, ja? Danke. All the best. Danke. Khodafis. Khodafis. Viele Gäste, die jetzt eintreffen. Eine Armada an Fotografen hier. Und hier ein Zeichen der Ukraine. Ich denke, das sind Filmschaffende von Molodist Kiew International Film Festival, die ihr nationales Festival hiermit als Plattform nutzen. Und wir werden sie auch gleich mal fragen. Yes, ladies and gentlemen, next to me, Viktor Hilon from Ukraine. And you're also here, and you're using the platform here from the Hamburg Film Fest. And the name of your international festival is called Molodist Kiev International Film Festival. Would you explain us what you're doing there? And you can't execute it now in Ukraine, so you're using the platform here. Well, we are really grateful for this invitation from the Hamburg Film Festival. Yeah. You said we are using the platform. I would rather say we are a guests. It's here. Like a collaboration. It's like a collaboration. Yeah. We've decided to showcase a national competition, which we usually have within our international film festival, because usually it covers. It's like a which sectors of films you are presenting here? Ukrainian films, shorts and feature length. Uh-huh. So we just figured that it would be interesting for people to find out more about Ukraine, to find out more about how the our filmmakers show the way Ukraine lives more today. More art house
films, or would you say more films for the whole community? The opening, the film Sniper White Raven, is actually one of the top box office right now in Ukraine, because we cinemas in Ukraine are working still, believe it or not. So it's an example of more of a wide for a wide audience. But we also, of course, more of an art house. There are films which have been featured in Cannes Film Festival, such as Butterfly Effect and Panfir, and many more. So yeah, we are grateful to be here, and we are just hoping that people from Hamburg, German people, will be interested in finding out more about Ukraine, because I'm seeing a lot of Ukrainian flags all around the city. Yeah. But the solidarity is But that's impressing. Awesome. That's awesome. But we suspect that people still don't know much about Ukrainians, and we want to show more. Mm. At the end, would you like to give us a message? Anything you like to mention, what you have inside, or what you, I think with your team here, you want to explain or to give a claim or anything. We have also the Iranian situation now. I think you have heard also about this situation. So is there anything you would like to mention at the end? What's in your heart or something? The films will speak for themselves, of course. But if you're interested in a statement, all I can say is Russia is a terrorist state. And that's what really matters, because art, it's convenient to talk about art when everything is fine and we can go deeper into different topics and different opinions. We can discuss more. Yeah. But now our festival here is like a flag of what's going on in Ukraine. Yeah. And we are hoping to get some attention. Especially when you suffer under suppression and you try to free We are getting out of the oppression. That's what I mean. And this is a statement. Victor, I thank you so much. I wish you good luck, big success, and I hope this situation is coming to a peaceful end. We hope so. Thank you so much. So, jetzt trifft auch der Bürgermeister hier ein, der erste Bürgermeister der Freien Hansestadt Hamburg, Dr. Peter Tschentscher, gefolgt von unserem Kultursenator Dr. Carsten Broster in Begleitung. Und ja, jetzt ist hier viel los. Ein großer Auflauf mit Schauspielern, die wir nicht alle kennen, aber mit ihnen noch gemeinsam vielleicht noch viele kennenlernen werden. Ne? Ja, toll. Das ist das Bild des Tages, würde ich mal sagen. 30 Jahre Jubiläum, Filmfest Hamburg. Ich grüße Sie recht herzlich. Ja, Dr. Peter Tschentscher an unserer Seite, der erste Bürgermeister der Freien Hansestadt Hamburg. Ich grüße Sie. Heute ist ein feierlicher Tag und ich habe Ihre Pressemitteilung auch schon gelesen. Und Sie haben Gratulation ausgesprochen, wenn Sie uns das nochmal erlebbar heute nochmal mitteilen. Ja, ich gratuliere zum 30. Geburtstag des Filmfestes. Es gibt wieder ein Fest der Kino- und Filmkunst in Hamburg. Mit einem ernsten Blick in die Welt, denn es gibt schwere Menschenrechtsverletzungen, es gibt Einschränkungen der Freiheit von Kunst und Kultur auf der Welt. Und auch darum kümmert sich das Filmfest, dass die Aufmerksamkeit gelegt wird auf solche Verletzungen der Freiheit und der Menschenrechte. Zum Beispiel Solidaritätsruf Iran. Da es geht um den Iran, es geht auch um den schlimmen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Ukrainische Filmkunst ist heute eingeladen. Also wieder ein ernstes, aber auch ein inspirierendes Programm des Films in Hamburg. Ich möchte Sie nicht weiter jetzt hier zeitig einnehmen. Alles Gute. Dankeschön. Ja, das ist immer sehr hektisch am roten Teppich, aber das macht es ja auch so spannend und lebendig, wenn man hier eine Dame mal ganz kurz entführen darf, wenn Sie ein bisschen näher kommen würden. Sie bringen gerade Glamour und Glanz hier in das Filmfest. Ich darf kurz mal fragen, wie Sie heißen. Ich heiße Julia Stinzow. Welche Kamera ist denn überhaupt? Das ist die Kamera 1. Bitte nur Kamera 1, nicht 3. Was leuchtet hier? Okay. Aber wir sind on air.
Wie schön. Darf ich über Sie erfahren? Ich weiß leider nichts, aber es macht es ja manchmal auch so spannend, einfach mal zu erfahren von Ihnen, was Sie hier heute vielleicht mitrepräsentieren, vielleicht eine Filmproduktion oder allgemein im Rahmen des Filmfestes oder... Ja, bitte. Würde ich wahnsinnig gerne behaupten können. Also ich bin Julia Stinzer, bin Schauspielerin. Ja. Ich habe hier jetzt keinen Film laufen, ja, aber ich bin seit über 20 Jahren dabei in der Branche und spiele jedes Jahr viele Filme. Gibt es da mal ein Highlight, was Sie gerne mal erzählen würden, damit wir Sie auch näher kennenlernen, für diejenigen, die Sie noch nicht kennenlernen? Ein Highlight soll ich jetzt erzählen, bei dem man mich jetzt besser kennenlernt? Ja. Vom Drehen, oder? Ja, vom Drehen oder wo man ein bisschen recherchieren kann, vielleicht was wir aktuell irgendwo in Formaten, in Serien vielleicht sehen können, nur dass wir Sie einfach ein bisschen besser kennen. Okay, also was ich seit über 10 Jahren mache, ist die Sesamstraße zum Beispiel mit Elmo und Wolle und Pferd. Das nur als eine von vielen Dingen. Okay. Dann mache ich viele Krimis. Jetzt zuletzt habe ich die Bergretter gedreht. Ach, sehen Sie mal jetzt. Und Soko Donau Wien. Es wird jetzt alles demnächst im Herbst, glaube ich, ausgestrahlt. Klasse. Und heute auch zur Eröffnung sind Sie dabei. Freuen Sie sich auch schon auf den Eröffnungsfilm? Ja? Natürlich, ich bin sehr gespannt. Und in Zukunft noch irgendwas, was Sie gerne ankündigen möchten, damit wir Sie auch weiter vielleicht ein bisschen, sag ich mal, im Film, sag ich mal, in der Filmbranche erleben können und dann nicht lange suchen müssen. Ich würde lieber für das Kino sprechen als für mich und würde lieber sagen, geht viel ins Kino, damit das Kino erhalten bleibt. Und dann vor allem mich sieht man sowieso früher oder später in der Glotze. Aber ich finde, ins Kino gehen wahnsinnig. Auf jeden Fall in dieser Glotze waren Sie jetzt einmal bei uns dokumentiert. Es freut mich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Genießen Danke, wünsche ich Ihnen auch. Danke Herzlichen auch. Dank. Schönen Abend. Ciao. Danke. Ja, jetzt wieder zwei Stargäste. Diane Cordua war der Name. Wir kennen uns auch. Ich bin Prince Kuhlmann. Prince Kuhlmann. Ja. Da komme ich gerade auf eine Assoziation heute. Coolio. Ein großer Rapper. Rest in peace. Rest in peace. Was geht denn euch vor? Ein super Rapper, Weltstar, heute von uns gegangen. Boah, wir sind irgendwie damit groß geworden, ne? Ja, klar. Back in the days, in den 90ern, das war die Musik. Und man prägt es. Gangs of Paradise mit Michelle Pfeiffer und sein Soundtrack. Das war Hammer. So, das ging unter die Haut. Sie hatte heute wirklich Gänsehaut. Ja. Ihr seid heute hier. In welchem Kontext seid ihr hier? Als Schauspieler, als Filmschaffende, als... Bitte sagt es mir. Also ich bin natürlich Schauspielerin und sitze in der Jury von den ProduzentInnen. Wow. Also eine schöne Aufgabe, jetzt ab morgen also ordentlich Filme gucken. Ja, und ich bin Schauspieler und Synchronsprecher und heute wollen wir es einfach genießen. Ich bin Hamburger, Hanseat. Wenn der Filmfest ruft, müssen wir auf jeden Fall kommen. Ne? Gibt es ein schönes Format, was du mal ankündigen willst? Weil ich bin nicht so der Cineast. Ich freue mich auf einige Sachen, also wo ich mitgemacht habe. Die Nachtschicht von Lars Becker habe ich mitgemacht. Aktuell bin ich für einen Kinofilm, drehe ich gerade. Okay, man kann mich auf Netflix bei Borga, das ist ein Film, den wir vor 2 Jahren gedreht haben. Der ist aktuell auf Netflix. Und die Dreharbeiten für Balko gehen jetzt bald auch los für den... das Remake quasi. Aber sag mal, das hat ja alles seinen Vorlauf. Da bist du ja schon jahrelang am Produzieren gewesen und drehen. Und jetzt kommt das alles. Jetzt I'm a far away. Ich bin schon gut dabei. So. Deshalb freuen uns. Ich hoffe, bist du auch Managerin von ihm? Nein, das bin ich nicht. Diane? Er spielt meinen Bruder. Wir haben gerade für ZDF gedreht. Und genau. Das ist total witzig. Wir haben gerade zusammen gedreht die letzten 2 Monate. Genau. Und wir freuen uns. Ja, und März kommt aber erst im nächsten Jahr. So, das tut so gut. Auf jeden Fall. Diane, jetzt musst du mir nochmal verraten. Wir kennen uns nämlich. Und ich weiß nicht, in welchem... Ich habe auch vergessen. Ach, das vergisst du auch. Dein Gesicht kenne ich. Ich glaube, wir kennen uns über Lascana. Lascana, genau, okay. Ja, vom Otto-Versand Lascana. Und ich habe 2000, ich habe 2014 ein Bildband rausgebracht, mein Black Skin schwarz erfolgreich Deutsch. Okay, das und da wolltest du, glaube ich, irgendwas machen. Ja, das ist schon so ewig. Auf jeden Fall, ich fühle so eine Power und es freut mich. Ja. Und das wollen wir machen. Premiere und dann weiter so und dann vielleicht bald wieder schon. Ja? Dankeschön, ja. Wir freuen uns. Die Mordkommission Istanbul habe ich immer auch begeistert geguckt, wenn Zeit hatte und Lust hatte. Ist schon eine Weile her. Bei welchem Fall sind Sie denn jetzt dran, aktuell? Da muss ich Ihnen leider mitteilen, ich bin seit ungefähr 4 Jahren nicht mehr in der Serie. Aber das macht doch nichts. Ich meine ja, bei welchem Fall Sie jetzt aktuell dran sind. Ich war jetzt zuletzt in einer Serie, die heißt Die Wespe. Für Sky, super geiles Projekt. Toll. Und als nächstes drehe ich 10 Tage auf Lanzarote und da freue ich mich drauf. Welchen Charakter spielen Sie da, wenn Sie uns da kurz noch ein bisschen Insight geben würden? Ich hatte das Drehbuch noch nicht gelesen, ist auch völlig wurscht. Also einfach improvisiert. Ich gehe da einfach hin und sage den Text. Wann gibt es die nächste Folge? Von?
Ich halte es nicht ab von dir, von der Wespe. Von der Wespe, das läuft ja schon und ich bin aber erst in der dritten Staffel mit drin, das läuft, okay. Dauert noch. Ich mache als Hummel mit, Dankeschön und viel Spaß jetzt bei der Eröffnung. Gleichfalls, ciao. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, jetzt der zweite Teil hier im Grand Elysée Hotel, die große Aftershow-Party, nachdem jetzt die Premiere stattgefunden hat und wir die Gäste erleben durften, die Schauspielerinnen, die Filmschaffenden im Cinemax Dammtor, jetzt hier im Grand Elysée eben halt die Abendveranstaltung mit einem wirklich tollen Catering des Grand Elysée Hotels, mit einem wirklich tollen Direktor und einem wirklich tollen Team, einer wunderschönen Atmosphäre. Genießen Sie es. Und werden Sie jetzt mit uns hier, nehmen Sie mit uns teil hier. Und wenn ich noch was erwähnen darf, ich möchte natürlich auch an dieser Stelle mal einige Festival-Kinos ankündigen, die jetzt ja hier mit dabei sind beim Filmfest Hamburg. Das wäre einmal das Alabama Hotel, das Abaton und vorhin natürlich das Cinemax Dammtor, das Metropolis, das Passage-Kino und das Studio-Kino. Diese Kinos wollte ich Ihnen auch noch mal ans Herz legen. Besuchen Sie sie in den nächsten Tagen und dazu freue ich mich und lade Sie herzlich ein, sich viele Filme anzuschauen. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, jetzt an meiner Seite der Direktor vom Hotel Grand Elysée. Ich grüße Sie, Herr Axel Bethke. Schön, Sie kennenzulernen und heute zu einem ganz, ganz tollen Anlass. 30. Jubiläum hier vom Filmfest Hamburg. Ja. Was ist Ihnen denn da zugetragen worden und wie ist denn so Ihre Affinität zum Film? Ja, erstens mal natürlich großer Filmfan, ganz klar. Ich habe den Nachteil, dass ich 14 Jahre im Ausland gelebt habe. Ich habe immer so versucht, ein bisschen deutsches Fernsehen zu schauen, aber noch einiges auch verpasst. Deshalb freue ich mich auch so, wer so heute Abend mal vorbeischaut. Meine Crew und mein Team haben ja schon mal einige Schauspieler so ans Herz gelegt und alles. Ne? Sind ja auch viele internationale Kinopremieren, ne? Das ja, auch das noch dazu. Ne? Also ich bin voller Erwartungsfreude ja. Ne? Und mal schauen, wer da so heute durch die Tür marschiert. Sagen Sie mal, in den letzten Monaten, letzten Wochen, ich hatte Herrn Eugen Block auch zweimal interviewt hier, Presseball, blauer Ball, sagen Sie, was da alles an Highlights ist. Es ist unglaublich. Man hat ja das Gefühl, Dreh- und Angelpunkt ist das Grand Elysée mittlerweile. Ne? Naja, wir geben zu, wir sind bescheiden, ne? Aber auf der anderen Seite freuen wir uns natürlich riesig, dass wir so einen Zuspruch auch aus der Hamburger Gesellschaft haben. Das ist natürlich fantastisch für uns und wie Sie sagen, ja, wir sind so ein bisschen das Ballhotel geworden ne? Und das wollen wir auch bleiben in Zukunft und freuen uns über solche Events und dass das natürlich im Grand Elysée stattfindet. Keine Beschwerden. Man hat das Gefühl, hier so eine richtig schöne Bürgernähe zu genießen. Es ist alles ein bisschen lockerer, fühlt sich auch moderner, jünger an. Mhm. Haben Sie selber noch etwas, was Sie sagen würden zur Ausrichtung des Hotels, wie das jetzt in Zukunft hier weitergeht? Wir haben ja immer noch Krisenzeiten. Ich wollte ja eigentlich sagen, wir sind da jetzt schon durch, aber eigentlich sind wir es nicht. Und so gesehen sind Sie natürlich auch ein Krisenmanager. Also wie stellen Sie sich auf diese ganze Situation ein und wie ist das hier mit dem Handling überhaupt? Also ich sag mal, so ein Hotel lebt ja automatisch immer von den Menschen, die dahinter stecken und die mitarbeiten und alles drum und dran. Da haben wir jetzt natürlich im Grand Elysée eine Komponente, die uns natürlich optimal durch die Krise geholfen hat, ist, dass unsere Mitarbeiter uns treu geblieben sind. Ja. Wir haben wenige verloren, wir haben auch unsere Zahnschmerzen, wie man so schön sagt, das ist das eine. Also wir können unheimlich auf einem Mitarbeiterpool oder mit einem Mitarbeiterteam aufbauen, was schon jahrelang im Haus ist. Ne? Ja. Und es kommen halt auch viele Junge dazu. Wir haben 60 Auszubildende bei uns im Haus, haben jetzt gerade 22 dazu bekommen. Das bringt natürlich auch so eine bisschen Verjüngungskur, wenn man es mal so frech sagen darf. Ne? Und zum anderen ist es aber auch so, Herr Block hat immer in sein Haus investiert. Ich sage mal so, die Hardware, wie man so schön sagt, die ist natürlich intakt. Und da gibt es jetzt auch schöne Zukunftspläne. Wir wollen uns ein bisschen verjüngen, gar keine Frage. Schon ein paar Modernisierungsansätze, wir schauen nicht. Ich werfe da mal so ein paar Schatten voraus. Nochmal, die Krise hat uns auch erwischt. Wir müssen das Geld ein bisschen zusammenhalten. Aber wir schauen natürlich so ein bisschen in unseren berühmten Boulevard mit der Piazza und mit dem Boulevardcafé und der Bar. Da wollen wir so ein bisschen was machen die nächsten Jahre. Ne? Wir haben 200 Zimmer am Start, die renoviert werden. Ne? Auch wenn sie nicht unbedingt renovierungsbedürftig sind, aber modernisieren, sagen wir es mal so. Wir linseln ein bisschen in unseren Spa. Ja? Der könnte so eine kleine Verjüngungsspritze brauchen. Also wir haben so ein paar Ideen momentan in der Schublade und die werden wir wahrscheinlich auch die nächsten Jahre auspacken. Auch Rooftop zum Beispiel. Kam noch dazu, vor der Krise leider. Ja. Das haben wir dieses Jahr das erste Mal bespielt, Top 7 und freuen uns schon auf die nächste Sommersaison, auch wenn es ein bisschen hin ist. Also ich bin wirklich über Ihren Elan, wie Sie die Leute hier so motivieren, es ist toll. Also man merkt da richtig ein positiver Spirit. Wenn Sie uns vielleicht noch erzählen würden, was als nächstes vielleicht ansteht, ob es ein tolles Event gibt, irgendwas, ein Highlight nochmal, was Sie jetzt für die nächsten Wochen, Monate
vielleicht ankündigen wollen? Also ich muss es einfach sagen, es ist ein bisschen Eigenwerbung, aber es kommt ganz einfach von der Zunge. Silvester steht vor der Tür. Oh ja, okay. Ja, wir dürfen ja endlich mal wieder. Letztes Jahr hat das Grand Elysée ja leider noch ein bisschen Leid feiern müssen. Mhm. 250 Gäste etc. Ja. Dieses Jahr am 31. große Nacht wieder. Große Toll. Nacht im Elysée. 800 Gäste ungefähr. Mhm. Show-Acts. Wir hauen so ein bisschen auf den Putz. Ich sag's einfach mal so. Ja, das ist auch eine tolle Eigenwerbung. Darf man fragen, ob da auch viele Firmenveranstaltungen in dieser Zeit auch mitgebucht werden? Haben Sie da jetzt? Also wir haben noch einige Highlights, auch ja. von Firmen, treuen Kunden. Mhm. Ja, es werden auch wieder Weihnachtsfeiern angefragt, ja. aber man ist noch so ein bisschen bescheiden. Mhm. Ne? Weil man weiß ja auch nicht genau, was die Politik noch mit uns so anstellt. Mhm. Ne? Herr Bethke, soll mir reichen. Vielen Dank, dass wir Sie erstmal Prima. Kennenlernen konnten. Ja. Heute das Highlight 30 Jahre Filmfest Hamburg. Und das feiern wir jetzt. Dann wollen wir weiter. Lass uns krachen heute noch. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauer, wir sind jetzt im Grand Elysée Hotel. Der zweite Teil sozusagen, die Aftershow-Party. Und an meiner Seite jetzt die Unternehmerin Hanni Bergisch. Ich grüße dich, wir kennen uns auch von früher. Du bist Unternehmerin, du bist Produzentin, du bist Regisseurin, auch Drehbuchautorin und bist heute auch hier mit gutem Grund dann. Hast du heute ein Werk, das du mit präsentierst oder können wir ein bisschen was über deine Vita erfahren? Oh, sehr gerne teile ich mit euch. Ne? Zuerst vielen Dank für die Einladung, diese Zeit, dass ich mit euch teilen darf. Ne? Mhm. Aber ich sage, jeder, der in der Branche tätig ist, muss sich durchboxen. Ja. Und dafür muss seine Talente so ausleben. Universell, ne? Ja, universell. Mhm. Und das mache ich momentan. Ne? Mein letzter Film, der produziert wurde, Die graue Frau. Die graue Frau. Die okay. graue Frau, The Grey Woman. Ne? Inspiriert auf das Wetter von Hamburg, ne? Das ist immer grau. Hat schon 12 internationale Preise gewonnen. 12 internationale Preise? 12 internationale Preise. Als umgesetzte auch Filmproduktion oder ist es noch in der Mache? In welchem Stadium? Fertig produziert. Ja. Ne? Ich habe selbst als Schauspielerin 3 beste Schauspielpreise gewonnen. Ja? Okay. Und jetzt sind wir dabei, einen Feature-Film zu produzieren. Hoffentlich, dass 2022 klappt. Die Geschichte wird hier in Hamburg stattfinden und ist über eine starke Frau. Ja, The Grey Woman, was ist da so der Content, der Inhalt, was darf man darüber erfahren, über diesen Film? Dieser Film, man versteht die Geschichte in der letzten Szene. Ach so. Aber wie ich Schauspielerei studiert habe in L.A., mit dem Assistent von Lee Strasberg, na? Und der Strasberg Method gelernt habe. Ich wollte beweisen, dass das tatsächlich funktioniert. Mhm. Es ist ein Stummfilm, das die Geschichte einer Frau erzählt, die man weiß nicht, warum sie traurig ist am Anfang. Dann man springt zu 20er Jahre und man springt in den 80er Jahrhundert. Sie war eine sehr reiche Frau in anderer Leben. Ja. Und ich erkläre das alles ohne ein Wort. Und am Ende löst sich das Ganze aus? Löst sich aus, du verstehst die Geschichte, ja. warum. Ja. Und die internationale Jury in ja. verschiedenen Filmfestivals haben das anerkannt. Heute das Jubiläum, 30 Jahre Filmfest Hamburg, ist das für dich auch hier eine Austausch-Dialog-Plattform? Oder ist das hier Networking? Oder trifft man hier Branchen, sag ich mal, Freunde? Wie betrachtest du das heute hier? Von alles ein bisschen. Ne? Man trifft die alte Freunde, ne? wie dir. Ne? 11, 12 Jahre her, dass wir uns das erste Mal getroffen haben. Ich habe dich als TV-Moderatorin kennengelernt, das war genau. Und wie ich auch TV-Journalistin bin, ich treffe die Leute von der Presse, ne? und ich tausche mich aus. Ne? Es ist immer schön, jemanden neu kennenzulernen, der in der Branche aktiv ist, vielleicht eine Idee beibringen kann, auch, ne? inspiriert. Ja. Oder du musst auch suchen Sponsoren für deine Projekte. Richtig, ne? richtig. Auch die Filmförderung. Ich hatte heute den Chef der Filmförderung kennengelernt. Wow, was für eine Ehre. Und, ja, und ich habe mich auch selber gleich angeboten. Ohne Konzept. No chance. Ich bin doch schon das Konzept. Ja. Das lebendige Konzept. Aber man muss immer alles in Theorie umschreiben manchmal. Ne? Ich bin ja ein Freidenker. Ja, auf jeden Fall immer versuchen. Ne? Und man soll auch ein bisschen improvisieren. Nicht? Man muss ja nicht alles niederschreiben. Man kann ja auch mal im Film vielleicht auch so ein bisschen, wie siehst du das? Muss alles wirklich festgelegt werden? Oder hat der Schauspieler oder hat man innerhalb dieses Drehbuchs auch einen gewissen Freiraum, dass man gestalten kann?
es gibt immer einen Freiraum. Und ich habe auch mit Klaus Lemke gearbeitet. Klaus Lemke ist vor kurzem verstorben, leider. Klaus Lemke hat immer einen Ideenkopf gehabt. Ne? Und bestimmte Punkte in der Drehbuch entwickelt. Toll. Und dann er hat das an die Schauspieler präsentiert. Das soll das passieren. Wie das passiert, ist eure Sache. Das ist doch toll. Es ist ein riesiger Raum zum Kreieren, zum Spielen, auszutoben als Schauspieler. Ja. Und hat immer gut funktioniert. Und es wirkt super authentisch. Da muss man auch seinen Schauspielern auch vertrauen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Man weiß, die können mit der Situation auch umgehen. Ne? Ja. Gibt es zum Schluss irgendwas, was du gerne noch mal ankündigen möchtest? Zum Schluss irgendwas Schönes, was du jetzt noch unseren Zuschauern und Zuschauerinnen auf den Weg geben willst? Ich würde sagen, bitte geht oft ins Kino. Schaut besondere Filme, wo Frauen dabei sind. Weil die Gesellschaft hat sich verändert und Frauen brauchen Unterstützung in der Filmbranche. Ich danke dir für das Gespräch. Genieß es heute, den Abend. Vielen Dank und genieß es auch. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, die Party ist im vollen Gange und ich habe wieder ein bekanntes Gesicht getroffen. Frau Annegret Weitkemper-Krug, ich grüße dich, wir duzen uns auch, wir kennen uns über lange Zeit. Damals habe ich dich als Kunstberaterin für Konzerne kennengelernt. Und jetzt bist du eine Produzentin, Filmproduzentin, auch gleichermaßen eine Regisseurin? Nein, das ist nicht. Das ist was ganz anderes. Ja, ja, ich weiß. Aber ich wollte nur wissen, wie weit du kreativ involviert bist. Aber du wirst mit Sicherheit auch ein bisschen in das Kreative eingebunden gewesen sein. Genau, das ist man. Ja. Wenn man Produzentin ist, gibt man natürlich seinen Input, was Cast, Crew und natürlich auch das Drehbuch betrifft. Was war denn dein Debüt, sag ich mal, Produkt? Und wie ist es dann weitergegangen? Ich glaube, jetzt schon der zweite Film, ne? Nee, es ist schon mein vierter Film. Dein vierter Film? Wir haben es lange nicht mehr gesehen. Wir haben es lange nicht mehr gesehen. Magst du so ein bisschen die Serie und die Entstehung erklären? Weil ich sage, bei der Weg einer Produzentin ist ja auch mit viel Investition und Risiko verbunden. Richtig. Und auch einer gewissen Marktanalyse. Wie hat sich das im Grunde am Anfang so entwickelt? Also mein erster Film war ja ein Kurzfilm von einer Geschichte, die in Amerika spielt. Stephen King, ist ja ganz bekannt. Und da haben wir einen kleinen Kurzfilm, das war so mein Debüt, um mal auszuprobieren, wie das funktioniert in der Filmwelt. Wart ihr dann auch beim Internationalen Kurzfilmfestival Hamburg? In Hamburg waren wir nicht, wir waren aber bei ungefähr 30, 40 Kurzfilmfestivals und haben insgesamt worldwide 50 Preise abgeräumt. Oh mein Gott! The Passenger. Ein ganz kurzer Film, aber super erfolgreich. Ja, ja. Danach habe ich dann eine Komödie mitproduziert mit Bjarne Mädel. Ja, Bjarne Mädel bin ich auch ein großer Fan von. Ja. Und der kam vor 2 Jahren ins Kino, hatte aber das Pech, dass wir dann in die Corona-Krise kamen. Und der nur sehr kurz im Kino lief. Aber dann wahrscheinlich weiter verwertet wurde. Du kannst ihn sehen auf Amazon und so weiter und so fort. Danach habe ich einen Film produziert mit Daniel Brühl. Das war sein Debüt als Regisseur. Ach so, okay. Nebenan. Aber er hat auch die Hauptrolle gespielt. Und mit dem Film sind wir letztes Jahr bei der Berlinale rausgekommen. Oh mein Gott, du bist ja gleich so hoch eingestiegen. Ja, wenn schon, schon. Wir müssen ja übrigens dein Unternehmen auch mal nennen. Du heißt ja Gretchenfilm. Richtig. Gretchenfilm nach meinem Vornamen Annegret. aber eben auch mit Bezug auf das Gretchen aus Faust, damit man eben auch weiß, dass ich gerne Stoffe verfilme, die auch einen gewissen Anspruch haben. Klasse. Und jetzt sprechen wir von einem letzten Film, weil der läuft jetzt hier auch bald an und hat eine Premiere hier beim Filmfestival. Ja, Weltpremiere. Filmfest Hamburg, ja. Genau, Weltpremiere am 2. Der Film heißt In einem Land, das es nicht mehr gibt. Und den habe ich als Co-Produzentin mit Tanja Ziegler Film und Studio Babelsberg produziert. Und das ist ein Film, der die Modewelt in der ehemaligen DDR thematisiert. Hast du noch eine kleine Nebenrolle? So? Ist schon vorbei. Du wärst super gewesen. Ja, so als, als Running Gag, der so... In dem Outfit. Wie Hitchcock, der so als Running Gag, der so mal einmal durch die... Nein, Spaß. Also Studio Babelsberg, also du bist ja die Tanja Ziegler, also Ziegler-Film ist ja eine der größten Produzentinnen mit ihrer Mutter gemeinsam. Also du weißt, welche Hebel man so benutzt, um einen Film zu vermarkten. Ja, man braucht natürlich sehr viel Produzentenpower.
weil Filme zu produzieren, das Dankeschön. Ist eben etwas, was in die Millionen geht. Ja, das und das kann man natürlich nur stemmen, wenn man mehrere Produzenten hat, wenn man Förderer hat, ja. wenn man auch von den regionalen Förderern unterstützt wird, aber eben auch von den Fernsehsendern. Welches Festival-Kino wird denn deinen Film spielen hier in Hamburg? Welches Festival-Kino? Im Cinemax. Im Cinemax Nummer 1. Genau. Nummer 1. Am 2. um 17.45 Uhr. Wow. Aber es wird kaum noch Karten geben. Aber Kinostart ist am 6. Oktober bundesweit. Oh, super. Und ich kann sagen, das ist auch super. Der Film ist wirklich etwas, was man sich anschauen sollte. Der dich selbst fasziniert. Weil Sabine Tambrea spielt die Hauptrolle, ja. David Schütter, ja. Jördis Triebel. Wir haben wirklich die Creme de la Creme der deutschen Schauspieler. Und unsere Regisseurin hat das alles auch selber erlebt. Also die Geschichte ist ihre Geschichte. Elrun Götte hat das alles selber erlebt. Darf man erfahren, was die Handlung sein wird? Die Handlung ist letztendlich, dass ein junges Mädchen in der ehemaligen DDR zufällig entdeckt wird als Model und wir können die Modewelt der ehemaligen DDR durch sie erleben. Ach, klasse. Und das ist etwas, was wir gar nicht kannten bisher. Und ich glaube, dass wir da eben auch nochmal eine neue Welt für viele Leute eröffnen. Fiktiv oder hat das auch einen biografischen Ist ihre Geschichte. Es ist ihre Geschichte. Also die Historie der DDR, das wird auch alles so mit beleuchtet, ja, also wir wie die Bands damals waren. Ja? Genau, wir sind 1989, kurz vor dem Mauerfall. Ja. Wie heißt der Titel übrigens des Films? In einem Land, das es nicht mehr gibt. In einem Land, das es nicht mehr gibt. Genau, ab 6. Oktober im Kino, bundesweit. Klasse. Und produziert von Gretchenfilm. Ach, ich bin so stolz auf dich. Also ich muss dich einfach umarmen, weil ich das so toll finde, wie man da so reinsteigt mit voller Leidenschaft und die richtigen Parameter auch wählt, zu sagen, so hat eine Vermarktung eines Films auch wirklich eine Zukunft. War denn die Filmförderung auch involviert? Ja, die Filmförderung Berlin natürlich hauptsächlich und Berlin-Brandenburg, weil wir haben in Berlin gedreht und natürlich auch noch im Ostdeutschland, sprich MDR, die Filmförderung war natürlich auch dabei. Muss ja. Ja, toll. Sonst können wir in Deutschland keine Filme produzieren. Dann freue ich mich auf ein Wiedersehen immer wieder mit dir, mit neuen Projekten und Themen und mit einer Besetzung als Nebenrolle für einen rasenden Reporter, der wenigstens einmal durchs Bild rutschen sehr darf. Gerne. Ja? Beim nächsten Mal bist du dabei. Sehr gerne. Schön. So, jetzt den bekannten Schauspieler Hannes Hellmann. Ich grüße Sie von Notruf Hafenkante. Eine Ehre, Sie heute zu erleben, kennenzulernen. Und ich habe Sie vorhin gerade so bewundert, wie Sie da saßen, auch mit einer tollen Begleitung. War das Familie, Freundin? Nein, oder? Das ist tatsächlich eine Freundin der Familie, eine Schauspielerin, Charity Colleen, die hier auch in Hamburg ist und hier spielt. Und meine Frau konnte leider nicht, die ist in Köln und musste eine Premiere betreuen. Und so habe ich mir diese tolle Begleitung erfragt und sie ist auch mitgekommen. Herr Hellmann, wenn Sie für diejenigen, die Sie noch nicht so gut kennen, mal Ihren Charakter beschreiben würden bei Notruf Hafenkante, damit man Sie in Zukunft auch ordentlich immer wieder, sag ich mal, einschaltet und da immer sehen kann. Ne? Figur heißt Haller, Wolf Haller. Und an seinem ersten Tag hat Wolf Haller alle Kollegen zusammengerufen und hat gesagt, meine Freunde, nett ist bei mir eher selten. Okay. Aber er hat ein gutes Herz, aber er hat für Sentimentalitäten und für unkonkretes Arbeiten überhaupt nichts übrig. Und das heißt, wenn ich unkonkrete Fragen stelle, dann bin ich bei Ihnen wahrscheinlich auch ein bisschen fehl am Platz. Oder? Und denn durch. Wie weit färbt denn das auf Ihr Naturell ab, auf Ihre, sag ich mal, wirkliche, persönliche Lebensweise, Lebensform? Naja, abfärben tut es nicht, aber andersrum spielen wir Schauspieler natürlich immer aus unserem eigenen Fundus. Ja. Und ich habe mich gerade gestern noch mal mit meinem alten Vater unterhalten, da ich ja jetzt in Hamburg und in Köln lebe. Ja. Und da sagte der, ach guck mal, ein Preuße in Köln. Also was Preußisches haben wir dann aus Berlin schon. Und das hat der Haller auch irgendwie. Wer wirkt denn auf wen ein? Der Preuße auf die, sag ich mal, Rheinländer oder umgekehrt? Die Rheinländer kriegst du nicht umgedreht. Die kriegst du nicht umgedreht.
Also Köln ist ja eigentlich die nördlichste italienische Stadt. Das ist wirklich echt sympathisch. Es ist scheußlich hässlich im Vergleich zu Hamburg. Entschuldigung, aber es ist unheimlich liebenswert und du kommst mit jedem ins Gespräch. Und wenn wir uns am nächsten Tag dann nicht mehr kennen, dann finde ich das auch okay. Wie launisch darf man eigentlich als Schauspieler sein? Kriegt man auch Freiräume zu sagen, ich weiß, was ich jetzt hier sagen werde und ich kenne meinen Charakter auch, aber kann ich mich auch manchmal davon lösen und kann richtig launisch auch reagieren und noch mehr, sag ich mal, überzeichnen oder sich, wie auch immer? Gute Frage. Ja. Ich würde es nicht launisch nennen. Ja. Aber wenn man vertraut miteinander arbeitet, hast du eine Drehvorlage und dann merkst du, ja, die müssen das ja aufschreiben. Irgendwie müssen was ja drankommen. Jetzt haben wir das aber schon gespielt. Da müssen wir das nicht nur sagen. Und da ist dann noch eine Menge Raum da, wenn man sich gut miteinander versteht. Und der Job als Schauspieler ist anbieten. Ja. Und wenn der Regisseur sagt, war interessant, passt aber nicht, ja gut, machen wir was anderes. Oder wenn er sagt, ah, das ist ja eine super Idee, na ja, pass mal auf, dann machen wir das noch ganz anders. Also es ist vor allen Dingen auch bei der Hafenkante und bei Letterboxd ein super Arbeiten miteinander. Und ich liebe das ganze Team. Sie beherrschen die ganze Klaviatur, zu sagen, dann biete ich mal was anderes an. Ja, na klar. Ja, na sicher. Ja, na klar, wenn es mir einfällt. Ne? 30-jähriges Jubiläum heute, Filmfest Hamburg. Toll. Haben Sie hier besondere Freunde? Gibt es hier bestimmte Menschen, über die Sie sich freuen? Die Begegnung, ich sag mal, auch ein Treffen der Fach, sag ich mal, Experten? Ja, auf jeden Fall. Also erstmal finde ich, wie der Wiederspiel das macht, großartig. Weil großes Kino. Ja, großes Kino, aber gleichzeitig so sympathisch und direkt und nimmt kein Blatt vor den Mund. Also wirklich zum Lieben. Und natürlich sehen wir uns Schauspieler im Theater häufiger und länger, aber wenn wir Filme zusammen drehen, sehen wir uns unheimlich kurz nur. Und es ist toll, wenn wir hier zum Beispiel die Frau Gehlen sehen, die hier gerade vorbeiläuft. Und dann haben wir hier ein bisschen Zeit, miteinander zu reden. Es ist ein bisschen wie virtuelles Dorf. Da sagst du, ah, der Bäcker ist noch da. Ein Bumschtreffen. Da hat jemand, ja, genau. Und das macht großen Spaß. Ergeben sich dann auch mal Engagements? Oder initiiert man da mal was und sagt, Mensch, wir müssen uns mal wieder zusammensetzen? Naja, selten. Nicht direkt. Aber es ist so, dass man sagt, Mensch, an den habe ich ja schon lange nicht mehr gedacht. Na klar. Und das bleibt im Kopf. Ja. Also du hast dann wieder, wenn du dann zwei Bilder hast, den einen kennst du nicht und mit dem anderen hast du neulich gerade beim Filmfest zusammen geredet. Nehmen wir den. Gibt es abschließend was Schönes, was Sie ankündigen wollen, was ansteht, was Sie sich wünschen oder eine Herzensangelegenheit? Wir leben ja auch in brisanten Zeiten. Ja, das und da hat jeder wir. Irgendwas in sich, was er vielleicht gerne nach außen tragen möchte. Also zwei Sachen kann ich sagen. Also erstens, guck doch mal auf die Seite Hellmanns erhellende Fabeln. Weil ich zeichne auch und mache Fabeln. Zum Beispiel, ich sage nur eine jetzt, es sind über 100, jeden Donnerstag kommt eine. Es bat ein Gottesanbeter, ach Weib, bitte friss mich jetzt später. Doch bittet er völlig verbetet, sie fraß ja schon, während er betet. Oh, das sind so meine Verse. So, und am Samstag kommt ein Film, in dem ich mit dabei bin, im Metropolis um 22 Uhr. Und das heißt, der heißt Leonidas Kiez-Jargon. Eine richtige Hamburger Kiez-Geschichte. Welchen Charakter spielt sie da? Da bin ich der Haushälter eines Bordells. Früher habe ich immer die Zuhälter gespielt, aber noch kräftiger, hatte einen ausrasierten Nacken. Jetzt bin ich der Hausmeister und spreche, mache ich doch mal alles ordentlich. Und da ein paar Kraftausdrücke. Und da habe ich immer auch noch ein paar bisschen Kraftausdrücke, Ich danke Ihnen vielmals. Wunderbar, es war mir eine Freude. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Und danke. Genießen Sie es unter Ihren Kolleginnen und Kollegen. Ja? Werde ich machen. Okay. Vielen Dank. Danke. Ja, jetzt an meiner Seite Feline Roggan. Ich grüße Sie recht herzlich. Du auch hier, Schauspielerin. Allerdings bin ich kein Cineast. Kein Cineast par excellence. Also ich weiß über deine Formate, Serien, Rollen sehr, sehr wenig und würde mich freuen, wenn du uns mal ein bisschen was erzählst, was du gerade schon abgedreht hast oder in Zukunft gerade im Moment planst. Was ich mache? Also im Moment spiele ich in einer Serie mit dir, heißt Wacken, ist eine kurze Serie, die wird gerade noch gedreht, die gibt es noch nicht, über das Festival, das Heavy Metal Festival. Wow. Ja, war ich auch zum ersten Mal im Zuge der Dreharbeit, interessant. Und danach mache ich einen Tatort. Und vielleicht hast du Soul Kitchen gesehen vor ewigen Zeiten. Soul Kitchen von Fatih Akin. Ja, natürlich, das ist ja sehr bekannt. Ja, da bin ich drin. Okay, dann ist es aber zu lange her. Wow,
ich sag mal, Tatort Schwergewicht, das ist ja schon wirklich, ich sag mal, das Amtlichste, was man in Deutschland machen kann, ne? Eine tragende Rolle, ja, ist das irgendwie, ja, wenn du mal erzählen würdest, was da... So, nee, das darf ich natürlich noch nicht sagen, natürlich. Nee, ja. Ist ja noch nicht gedreht. Aber das den kann Charakter, kann man den Charakter so, oder? Ja, ich bin eine Alkoholikerin. Okay, können wir heute schon ein bisschen üben, ne, und trainieren, ja, ich bereite mich vor. Sag mal, das Filmfest selbst bedeutet dir das auch viel, 30 Jahre jetzt, du hast ja hier jetzt ein Branchentreffen, viele Kolleginnen, viele Kollegen. Ist das so wie so ein Klassentreffen? Ja, oder? Es ist ein totales Klassentreffen. Ja. Und es ist auch tatsächlich ein Klassentreffen, weil ich in Hamburg auf die Schauspielschule gegangen bin. Ja. Weil sehr viele von meinen damaligen Jahrgangs- und Überjahrgangskolleginnen hier rumlaufen und ich die sonst gar nicht sehe. Und jetzt habe ich ganz viele wieder getroffen. Das sind so bewegte Zeiten im Moment. Was geht da in dir vor? Ich meine, das Leben einer Schauspielerin, ich hatte schon sehr bekannte Schauspielerin vor der Kamera. Es ist immer auch mit Auf und Abs, Ups und Downs. Wie würdest du es in diesen Zeiten beschreiben? Wird man da sehr sentimental? Ist man da sehr, sag ich mal, empathisch? Sieht viele Dinge mit anderen Augen? Oder ist es einfach so, dass man sagt, ich habe da so einen Tunnelblick und ich mache meine Projekte? Wie geht das so in dir? Ich habe gar keinen Tunnelblick. Also die Klimakrise besorgt mich sehr. Mhm. Da bin ich zur Aktivistin geworden. Und dann kommen aber diese ganzen Sachen noch mit rein, was im Moment im Iran los ist. Das berührt mich sehr. Oder in Russland, die Leute, die da eingezogen werden, jetzt in diesen Krieg, den es ja angeblich gar nicht gibt. Armenien, Aserbaidschan, also die überall ganze Weltpolitik, brennt. Das die Gaspipelines, ja? Die in der Ostsee gerade aufschieben. Also der gesamte Weltschmerz. Naja, nicht der gesamte Weltschmerz, sondern was ist eigentlich los in Italien? Wurde eine Faschistin an die Regierung gewählt? Ja. Wir müssen aufpassen, wir müssen wach bleiben, wir müssen politisch werden, wir müssen uns engagieren. Und vor allen Dingen gegen die Klimakrise auch, weil das ist die größte Bedrohung, die auf uns zukommt. Hörst du da irgendeine Organisation an, um das Ja, ich habe selber eine gegründet. Wie heißt sie denn? Die heißt Changemakers.film, weil wir gedacht haben, warum fangen wir nicht da an, wo wir arbeiten und wo wir uns auskennen und gucken, was macht eigentlich die Filmbranche, was hat die für Emissionen und wie können wir die runterbringen. Und da kommen wir ganz gut voran, aber der Weg ist noch weit. Ich danke dir für den Einblick in dein Leben und in deine schauspielerische Arbeit. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und viel Genuss heute Abend. Danke, ja? Danke schön. Ich auch. Something you must make, it's something you must take, it's something you must constantly become. Nichts was besser zu unseren Zeiten, meine Damen und Herren, nichts was besser zu den Fotos hinter mir. Die iranischen Regisseure Jafar Panahi, Mohammad Rasulov sind beide im Gefängnis, während Mostafa Al-Ahmad bereits verurteilt wurde. Die türkische Produzentin Çiğdem Mata wurde bereits zu 18 Jahren Haft verurteilt für einen Film, den sie nie gemacht hat. 18 Jahre, meine Damen und Herren. So viele Aufrufezeichen kann ich gar nicht tippen, so laut kann ich nicht schreien. Wir denken an diese vier heute Abend. Im Herzen sind sie bei uns. Lieber Senator Carsten Broster, liebe Ulrike Ehling, liebe Staatsrätin Jana Schiedek, liebe Generalkonsulin Frankreich, Valerie Lübken, Sie sind ganz neu, bienvenue, sehr geehrte Mitglieder der Hamburger Bürgerschaft, lieber Helge Albers, meine Damen und Herren, zwei Begrüßungen kommen noch. Einerseits begrüße ich ganz herzlich das ganze Team von Eröffnungsfilm von Hans-Christian Schmid und seine Schauspieler und viele, die dabei sind. Herzlich willkommen, bitte steht auf. Wissen ist bei uns zu Gast das Molodist Kiew International Film Festival. Die Anreise aus Ukraine ist zurzeit sehr lang und sehr kompliziert. Daher ein extra Runde Applaus für die ukrainische Generalkonsulin Dr. Irina Tibinka und die extra aus Kiew angereisten Festivalkollegen und Filmemacher. Aufsehen. So sehr, wie ich mich über den ukrainischen Besuch freue, so
traurig macht es mich, denn in welchen Zeiten leben wir denn, dass ein Filmfestival quasi auf der Flucht sein muss? Dass wir heute, 80 Jahre nach der großen Katastrophe mitten in Europa, erneut einen Krieg haben? Ukraine ist in vieler Hinsicht mitten in Europa. Wenn schon nicht geografisch, dann auf jeden Fall kulturell. Dieses sagenumwobene Galizien, wo ich herstamme, sowie auch der Barde des Abends, Daniel Kahn, ist heute zum großen Teil in Ukraine. Mein Vater war aus Lemberg, heute Lviv, und hatte sein Leben lang Sehnsucht nach dieser Stadt. Mein in Bolechow, heute Bolechiv, geborener Onkel Adam, sagte ganz kurz, bevor er weit weg von Galizien verstarb, das waren seine letzten Worte, ich vermisse Ukraine. Alle diese berühmten Billy Wilder, Joseph Roth, Paul Celans, Rose Ausländers, die waren alle aus Galizien, was heute irgendwo zwischen Polen und der Ukraine verloren gegangen ist. Als es mir gelang, in friedlichen Zeiten, zweimal Tschernowitz, heute Tschernivtsi, zu besuchen, hatte ich das tiefe, tiefe Gefühl, mitten in Europa zu sein, in eine Stadt, die stolz auf ihre multinationale und multikulturelle Vergangenheit zurückblickt und sehr stolz darauf ist, heute Teil einer freien Ukraine zu sein. Tschernowitz, Zitat, wo die Bürgersteige mit Rosen gefegt wurden und die Kutscher Öl dahin aufsagten. So sagt man. Auch ich weine um die Ukraine, um dieses Land, so reich an Geschichte und an Kultur, an meine Geschichte und an meine Kultur, das heute mit Stiefeln brutal niedergetrampelt wird. Ich weine aber auch um die russischen Männer, die gegen ihren Willen als Kanonenfutter in einen sinnlosen Krieg gezogen werden sollen. Und um die Russen, die auf die Straße gehen, um gegen diesen Krieg zu protestieren. Jeder, der sich weigert, Täter zu sein, verdient unter Unterstützung. Ich freue mich jetzt schon auf meine Reise, meine nächste Reise nach Tschernowitz, nach Tschernivtsi, am Sonntag nach dem Krieg. Die Ukrainer haben hier Zuflucht gefunden. Das muss ich ganz kurz dazu sagen, dass in diesem Zusammenhang ein Begriff wie Sozialtourismus vom Vorsitzenden der Partei mit dem Buchstaben C in seinem Namen benutzt wird, ist so beschämend, dass ich das heute Abend nicht weglassen kann. Die in diesen Tagen auch bei uns auf den Straßen für die Freiheit in ihrem Land demonstrieren. Ja, ich weine um die Ukraine, aber ich weine auch um den Iran. Ich habe großes Vertrauen in die iranische Frauen. Nicht nur, weil heute die meisten Revolutionen sowieso von Frauen ausgehen, aber auch, weil Iranerinnen seit 43 Jahren Wut in sich tragen. Und weil die mutigste Frau, die ich kenne, eine Iranerin. Das Regime hat das Internet runtergefahren, daher gibt es derzeit wenige Bilder aus dem Iran. Das soll aber kein Grund sein, Iran in diesen Tagen zu vergessen. Im Gegenteil. Sehr geehrter Herr Cencer, wie gut, dass wir ein Hafen für viele sein können. Und damit übergebe ich auch die Bühne unserem ersten Bürgermeister. Sehr geehrte Damen und Herren, aber wie das Spiel alle besonderen Gäste schon protokollarisch formvollendet begrüßt haben, sage ich nur schönen guten Abend und allen auswärtigen Gästen herzlich willkommen in Hamburg. Weltweit werden jedes Jahr mehrere tausend Filme produziert. In diesem Meer aus Unterhaltung, Drama und Dokumentation ist das Filmfest Hamburg ein Leuchtturm im Norden. Ein Leuchtturm gibt Orientierung und lenkt die Aufmerksamkeit auf wesentliche Wegmarken. 10 Tage lang ist Hamburg der Hotspot des internationalen Films, als Branchentreff und Festival für Cineasten. Es erwarten uns wieder viele Premieren, preisgekrönte internationale Produktionen, neue Entdeckungen, eine Filmschau mit Kino Made in Hamburg und das alles als 30. Ausgabe des Filmfestes Hamburg, also ein runder Geburtstag. Und dazu, lieber Herr Wiederspiel, sage ich Ihnen und Ihrem gesamten Team herzlichen Glückwunsch.
verehrte Damen und Herren, mit 100 Filmen aus 60 Ländern hat das Filmfest wieder die Welt im Blick. Mit Schwerpunkten in Nordamerika, Asien, Portugal und Frankreich. Im Vordergrund steht dieses Jahr aber die Ukraine. Unser europäisches Nachbarland, das von einem brutalen Angriff Russlands betroffen ist. Mit dem Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, habe ich im Frühjahr einen Pakt für Solidarität und Zukunft zwischen unseren Städten geschlossen. Es geht um schnelle humanitäre Hilfe jetzt und um eine strategische Partnerschaft zwischen Hamburg und Kiew, sobald der Wiederaufbau beginnen kann. Wir haben die wirtschaftliche Zusammenarbeit im Blick und eine Kooperation in weiteren Bereichen wie Bildung, Wissenschaft und Kultur. Ich freue mich daher ganz besonders, dass das Filmfest Hamburg das Molodist Kiew International Filmfestival eingeladen hat, seinen nationalen Wettbewerb in Hamburg durchzuführen. Das ist ein starkes Zeichen der Verbundenheit und ein Signal für Demokratie und Freiheit in Europa. Allen Filmschaffenden aus der Ukraine, die heute bei uns sind, sage ich im Namen des Senats vielen Dank, dass Sie die Einladung angenommen haben und auch Ihnen ganz besonders herzlich willkommen in Hamburg. Sehr geehrte Damen und Herren, Hamburg ist eine internationale Stadt und wir sehen, dass sich in vielen Ländern die Lage der Menschenrechte und die Bedingungen für Kultur- und Filmschaffende verschlechtern. Im Iran wurden gerade bekannte Regisseure verhaftet, die teilweise schon mehrfach zu Gast beim Filmfest Hamburg waren. Das Filmfest versucht, den Kontakt zu ihnen aufrechtzuerhalten und stellt immer wieder Werke vor, die in ihren Heimatländern nicht gezeigt werden dürfen. Es ist ein Markenzeichen des Filmfest Hamburg, dass es sich für die Filmkunst engagiert und zugleich für die Freiheit der Kunst und damit für Toleranz und Vielfalt, für Demokratie und Freiheit. Noch einmal herzlichen Dank an Albert Wiederspiel und sein Team für dieses Engagement und alles Gute für das Filmfest Hamburg 2022. Herzlichen Dank. Wir geben seit Jahren keine Blumen mehr bei Filmfest, sonst hätte der Blumenstrauß, wir spenden immer. Und dieses Jahr spenden wir eine ukrainische Initiative, die heißt The Voice of Children, und da spenden wir in euren Namen einen Betrag. Vielen, vielen, vielen Dank. Die Silent Stars bei Filmfest sind diejenigen, ohne die Filmfest nicht möglich wäre. Die Förderer, die Partner und die Sponsoren. Neben der Behörde für Kultur und Medien, die sozusagen für unser Brot und Butter sorgen, und dafür danke ich jetzt schon herzlich an dieser Stelle, ohne Butter ist das Leben nämlich trocken und langweilig, dann möchte ich auch an die Jubiläumfeiern einen besonderen Dank aussprechen an unsere großartigen Filmpartner und Filmpartinnen, von denen viele schon seit vielen Jahren Filmfest Hamburg unterstützen. 1.000 Euro kostet ein Filmpartnerschaft und mein Kollege Fabian Kühles hat noch sehr viel Platz dafür. Erwähnen möchte ich aber auch die großzügige Unterstützung von der Habak-Leut-Stiftung. Großer Dank an Nils Haupt, Saskia Egger und selbstverständlich auch an Michael Behrendt, der heute nicht dabei sein kann. NDR ist unser Hauptmedienpartner. Vielen Dank dafür auch nach vielen Jahren. Moja fährt unsere Gäste und uns zum dritten Mal. Danke dafür. Die Deutsche Fernsehlotterie bringt vielen Leuten Glück, unterstützt großartige Sozialprojekte und fördert auch uns seit 9 Jahren. Sehr befreundet sind wir inzwischen mit der Karin und Walter Büchert Gedächtnisstiftung. Gemeinsam präsentieren wir beim diesjährigen Filmfest 7 Produktionen, in denen es um das Thema Alter geht. Studio Hamburg ist unser ältester Partner in Crime, würde ich sagen. Großen Dank dafür. Der Kultursender Arte, das habe ich schon mal gesagt, es war ein Flirt, der wurde mal zu einer Liebesgeschichte. Auch Arte wird in diesem Jahr 30. Wir gratulieren herzlichst. Ihr seid das Festival unter den Fernsehsendern. Und neu dabei ist die Signal Iduna.
Donaugruppe, die sich oft und gut für Hamburg, für Kultur in Hamburg engagiert. Auch zum ersten Mal dabei Maxdome, die Online-Bibliothek. Mit denen teilen wir die Begeisterung für sowohl Film wie auch für Kino. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Partnern, die hinter mir auf der Leinwand erscheinen und die ich hier nicht alle namentlich erwähnen kann. Vielen, vielen Dank. Meine Damen und Herren, wie sehr freue ich mich, mit einem Film von Hans-Christian Schmid eröffnen zu dürfen. Auch noch ein Film, der so stark in diese Stadt verortet ist. Großen Dank an den Verleih Pandora, Björn Hoffmann. Wir haben schon öfter zusammen Filmfest eröffnet. Das ist jedes Mal eine Freude. Und an Hans-Christian Schmid habe ich eine ganz große Bitte. Bitte nicht noch mal 10 Jahre uns warten lassen, bis Sie einen neuen Kinofilm machen. Das ist deutlich zu lange. Wir machen jetzt einen ganz kleinen technischen Umbau. Die Instrumente werden weggerollt. Ich gehe mit den Schauspielern und Hans-Christian und ein paar Leuten in die anderen Kinos Hallo zu sagen. Und in höchsten 10 Minuten geht der Film wieder los. Vielen, vielen Dank. Applaus